Hallo und willkommen. In meinem heutigen Video möchte ich wieder ein bisschen gamblen. Und zwar möchte ich versuchen, mir einen Headhunter zu ergamblen. Das ist, wenn ich das mal einer zeigen darf, dieser Juicy Gürtel, bei dem du, wenn du rare Monster tötest, die Mods von dem bekommst. Für 20 Sekunden. So, diesen Gürtel gab es in der Nemesis League, also war ein League-spezifisches Item. Und bekommt man jetzt nur noch durch ein paar spezielle Sachen. Ich möchte heute versuchen, den Headhunter zu bekommen durch Ancient Orbs. Ein Ancient Orb macht wie Forged a unique item as another of the same item class. Das heißt, wenn ich ein Ancient Orb auf einen Unique Gürtel mache, wird es auch wieder ein Unique Gürtel. Und ich möchte halt versuchen, einen Headhunter daraus zu bekommen. Das Ganze geht aber nur, wenn ich bei Sana den Mod Nemesis auswähle, weil, wie gesagt, der Gürtel war ein Nemesis-League-Item und ich muss halt in die Map gehen, wo ein Nemesis-Mod drauf ist, also nicht der normale Mod, man muss diesen Sana-Mod nehmen. Es gibt ja auch auf normalen Maps Monster-Packs have Nemesis-Mod oder so. Das geht nicht. Es muss die komplette Map Nemesis sein, also über Sana. Das heißt, ich lege gleich eine Map rein, mache den Nemesis drauf, gehe in die Map und hau die Ancient Orbs auf die Unique Bells. Um die Chance natürlich ein bisschen einzugrenzen, also eine höhere Chance zu haben, dass es ein Headhunter wird. Man sieht hier auf dem Headhunter, requires Level 40, also man braucht Level 40, der kann also in ein Low-Gebiet droppen. Also gut wäre, wenn der Unique Belt, auf die ich die Ancient Orbs mache, auch ein Item Level 40 bis 43 ungefähr hat. Die haben jetzt beide Item Level 40, weil damit grenzt sich dann Gürtel aus, die vielleicht ein Item-Level oder Require-Level viel, viel höher haben. Die können da nicht daraus entstehen. Es gibt nur eine geringere Anzahl an Gürteln, die daraus entstehen können. Also eine höhere Chance auf einen Headhunter. So, dann wollen wir mal starten. Ach ja, zu den Kosten noch. Also ich glaube, ungefähr diese 100 Ancient Orbs, die ich habe, sind ungefähr 40 Exalted gewesen. Ungefähr, manchmal schwankt es. Am Anfang war es ein bisschen höher, jetzt geht es wieder ein bisschen runter und am Ende liegt vielleicht wieder ein bisschen höher. So ungefähr 40 Seiten. Sei es dahingestellt, weil hier gibt es nur Top oder Flop, weil entweder ein Headhunter und man hat Gewinn oder kein Headhunter und man hat Verlust. Ganz einfache Rechnung. So, ich starte die Map einmal. Ich nehme eine ganz normale Beachmap, weiß, egal. Weil letztes Mal habe ich das gemacht. Könnt ihr ja vielleicht nur sehen, letzte League war es 200 Ancient Orbs, da habe ich eine Parkmap genommen. Jetzt nehme ich halt eine Beachmap, weil da ist vielleicht aufgebraucht oder so. Ich weiß nicht. Könnt ihr ja nochmal angucken. Ich werde das Video auf jeden Fall am Ende nochmal verlinken mit den 200 Ancient Orbs. So, wir machen Nemesis drauf. Einmal kontrollieren. Where Monsters Each in Nemesis. Also hier ist Nemesis drauf. Weil ich hier ein bisschen frei machen oder in die Ecke gehen hier, wo nichts los ist. So. Alles klar, dann wollen wir mal anfangen. Ich mache immer einen Wechsel, weil nicht das Wenzen hätte wird und ich den dann über Ancient Orb, also nochmal und dann wird es ein anderer wieder. Also schön im Wechsel. Wir fangen an mit dem ersten Ancient Orb. Ich hoffe, der erste wird gleich ein Headhunter. Okay, Sunblast. Okay. Gib mir den toten Schädelgürtel. Also es gibt eh nicht groß andere Gürtel, die irgendwas viel wert sind. Deswegen entweder Headhunter oder gar nichts. So, die ersten 20 sind schon weg. Oha. Komm schon. Sieht noch nicht so gut aus. Wir packen das Ganze mal zusammen. Oha. Gleich ist die Hälfte weg. Vier Stück noch, dann ist die Hälfte weg. So, 50 Stück noch. Wir brauchen einen Headhunter. Einen Headhunter.
Weiter geht's. Ich habe schon Videos gesehen, haben die 50 Enkin Orbs benutzt, da kamen zwei Helden daraus. Ich will 100 Enkin Orbs und mir reicht einer. Ein einziger. 19 Stück noch, also das sieht nicht gut aus. Naja, der letzte wenigstens, ne? Ja, okay. Aber ich muss einmal schauen. So. Ein Sixpack. Ich bleib jetzt hier im Portal stehen, so. 6 extra, also 106. Wormsy. Jetzt sind wir am Ausgangspunkt angelangt. Ich habe jetzt 102 Enkin Orbs verbraucht und bin am Ausgangspunkt angekommen. Danke. Kommt jetzt immer doppelt, weil dann jetzt zweimal Headhunter oder was? Gerade zweimal Wormsy, jetzt zweimal Bated Breath, jetzt zweimal Headhunter, ne? Leider nein, leider nein, leider nein. Naja, sei es drum. Ist halt ein Glücksspiel. Und auch nicht schlimm. So. Wenn euch trotzdem das Video gefallen hat, ihr würdet gerne mehr Gambling-Videos von mir sehen, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert meinen Kanal oder wir sehen uns vielleicht auf Twitch oder so. Ansonsten, ich verlinke euch gleich das Video mit den über 200 Stack-Decks vom letzten League. Ansonsten bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.